Hallo zusammen, das ist nur ein ganz kurzes Intro und es geht gleich mit dem eigentlichen Video los. In diesem Video gibt es nichts zu lernen, es gibt kein technisches Zeug, über das ich spreche, es gibt keine spannenden Trackdays und es geht ausnahmsweise mal nicht um diese hübsche Toilette hinter mir. Die mir auf Instagram folgen, wissen oder haben mitbekommen, dass ich eine Zeit lang sehr viel um einen Tag drumherum gepostet habe, den 7.9.2019. Da ging es um die Race Corner and Friends Party Volume 1, sponsored by ZEP. Der Grundgedanke dieser Party war einfach, Gleichgesinnte zusammenzuführen, sei es Petrolheads, sei es Party People, sei es einfach Leute, die abschalten wollen und einfach eine coole, etwas andere Party genießen wollen. Und für diejenigen, die nicht dort waren, haben wir uns gedacht, drehen wir ein Aftermovie. Das kommt jetzt gleich sofort im Anschluss, wo ihr einen Überblick kriegt, beziehungsweise für diejenigen, die nicht da waren, die einen Überblick kriegen, was haben wir da überhaupt gemacht und worum ging es da. Ihr könnt auch gerne unter die Kommentare schreiben, wenn ihr da wart, wie ihr es fandet, und wenn ihr nicht da wart und anhand des Videos könnt ihr ja vielleicht ein paar Anregungen dalassen, falls wir sowas nochmal machen sollten. Was darf nicht fehlen? Was wollt ihr da unbedingt noch haben? Was wollt ihr sehen? Grundsätzlich hatten wir einfach ein paar wirre Gedanken und haben versucht, die umzusetzen. Wir wollten Rennautos da haben, wir wollten Fahrräder von der Decke hängen haben, wir wollten eine coole Deko mit einem Raptor und einem Mustang, wir wollten Live-Tattoos, wir wollten Bobbycar-Races und vieles mehr, und wir haben das einfach umgesetzt. Für uns war das das erste Mal, und ich wollte mich bei all denen nochmal bedanken, die da waren. Durch euch war es wirklich eine coole Party. Für mich war es mehr als gelungen. Es waren sehr viele Leute da, hatten ziemlich viel Spaß, glaube ich. Sah jedenfalls so aus. Und wenn ihr wollt, dass wir sowas nochmal machen, haut in die Kommentare, worauf habt ihr Bock, und wir versuchen es möglich zu machen. Jetzt habe ich doch wieder mehr gesprochen, als ich wollte. Das Aftermovie kommt jetzt sofort. Da muss ich allerdings vorweg sagen, dass wir nicht jeden Moment erfassen konnten, denn irgendwann wurde es einfach zu dunkel zum Film und der Kameramann wollte auch ein wenig abschalten. Aber ich denke, für ein paar Eindrücke reicht es. Ich bin gespannt auf euer Feedback und mal schauen, ob wir sowas zeitnah nochmal machen. Haut rein, viel Spaß. Girls with their nails done.